Was ist das? Spirit des weiß-silbernen Dragoon erhalten. Hm, klingt gut. Das war wunderbar. Nimm das mit, so wie ich es dir versprochen habe. Ich möchte dich aber noch um einen Gefallen bitten. Okay. Was hätte er denn gerne? Er hat meinen Frieden gegen die unzähligen Angriffe von Banditen bewahrt. Er hat sich nur für mich... Was? Er hat sich für mich... Was? Er hat sich für mich euch eingestellt? Ach nee. Das ist so. Er hat sich für mich euch entgegengestellt. Man sollte mal weiterlesen. Ein komischer Satz. Bitte rette Drake. Ich habe keinen Körper. Deswegen kann ich mich der Macht des Dragoon Spirits nicht bedienen. Ja, aber ich fühle keine Kraft, wenn ich es so halte. Wie kann das so halten? Halt es mit dem Spirit des rotäugigen Drachengeistes. Ja, okay. Hallo. Ja. Funke, Funke. Ja. Hallo? Das ist es? Dein rotäugiger Drache zieht die Heilkraft des weiß-silbernen Dragoon-Spirits an. Bin ich am Leben? Gut. Damit können wir sie retten. Start. Der Wahrheit ins Gesicht zu sehen ist manchmal schmerzhaft. Aber du wirst darüber hinwegkommen. Ich stehe hier rüber. Aufzug. Oh, ein Geisteraufzug offensichtlich. Ja, damit geht's nach oben. So, und Drake rennt weg. Leb wohl, Rose. Ich freue mich auf den Tag, an dem unser Schicksal wieder zusammenführt. Unser Schicksal, so. Entschuldigung. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu laut. Ich übersteuere teilweise. Hängt aber auch irgendwie... Weiß ich nicht. Shirley? Sie geht dorthin, wo sie hingehört. Okay. Lasst uns gehen. Shayna wartet. Davon wird sie auch nicht Shayna. Danke, Bob. Hallo, Mr. Drake. Shirley, wo bist du hingegangen? Sie ist weg. Was, wo kommen wir denn hier noch hin? Ist noch irgendwie ein Tempel oder sowas? Loot! Loot! 20 Gold. Ich gehe erstmal zu der hinteren Kiste. Wieso kommt denn jetzt hier noch ein Kampf? Und wieder so ein blöder Golem wahrscheinlich, ne? So ein Kristallgolem, oder? Oh, nee. Oh, wer seid ihr denn? Hallöchen, Popöchen. Ja, ihr kriegt trotzdem einen Platz. Wasserspeier? Eine lebende Statue. Oh. Ja! Ha! Doppelhieb! Das ist lustig, die lebende Statue fällt bauchdingensmäßig auseinander. Ja, gut. Ja, egal, jetzt sieht man nicht mehr. Ist aber gerade auseinandergefallen. Sieht sehr ulkig aus. So ist das besser, da hängt mir sich in den Nischel rum. Das Mikrofon. Ne, mit ihm kriege ich das immer noch hin. Aber das wärme ich auch. Ne? So, nochmal angreifen. Den Wasserspeier. Ja! Das war auch wieder zu früh. Naja. So, Rose. Ja, okay. 97 Damage. Was? Mein Petit-Mikrofon? Was ist mit meinem... Was? Wie? Hä?
Was? Tasch! Eins müsste morgen kommen. So, was meinst du? Ich kann kein Französisch. Tut mir leid. Du findest die Musik immer noch lauter als mich? Das kann sein. Warte mal. Das stimmt, die ist ein bisschen lauter als ich. Verstehe das aber nicht. Pass auf, machen wir mal... Was hatte ich die denn immer? 20? Ich habe keine Ahnung, warum der das wieder umgestellt hat. So, ich gehe mal ein Stückchen näher hier ran. Es kann auch sein, dass ich immer noch... Warte mal. So, ich glaube, jetzt bin ich lauter. Haha, ja, jetzt komme ich in Gelb. Küss, küss das Mikro. Entschuldigung. Mit Zunge? Aua. Laura? Das ist Laura. Hä? Kenn keine Laura. Dämonenstilett. Was ist denn das? Dämonenstilett. Klingt wie eine Klamotte. Boah. Was haben wir hier noch? Noch eine Kiste. 20 Gold. Hier sind viel Zeug drin. Das ist alles von Drake wahrscheinlich. Ne? Nochmal 20 Gold. Heilungsprise erhalten. Da war die Stimme kurz weg. Was ist denn eine Heilungsprise? 20 Gold. Nochmal 20 Gold. Hätte man das nicht alles in eine Kiste machen können? Hätte mehr Sinn gemacht. Nochmal 20 Gold. Und hier ist nochmal 20 Gold drin, oder? Hallo? Nochmal 20 Gold. Ja, wow. Okay, na gut, ich will mich nicht beschweren. Das geht schon so. Das kann man schon mal machen. So, und der rennt hier immer noch rum wie so ein halb wild gewordener sonst was. Ich möchte hier aus diesem Bunker raus, ey. Es sind viel zu viele Kämpfe, die hier ständig stattfinden. Auf jedem Screen musst du mindestens einmal kämpfen. Und der Lappen haut doch eh gleich wieder ab, weil es so eine Pfeife ist. Der Dingstyp da. Ja genau, der. Aua. Was war das, der kräftige Mann oder wie hieß der? Pestratte, starker Mann. Ja, ich sag doch, irgendwie sowas. Ach, come on. Hab doch richtig gedrückt. Na gut. Au, 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 au. Blöde Pestratte. Habe ich jetzt irgendeinen Malus bekommen? Nee, ne? Das sah nur so aus gerade. Obwohl, er hat nicht mehr viele Health. Au. Oh, love it's gleich dort. Dann müssen wir uns mit dem starken Mann wegklatschen. So, der ist jetzt weg. Schon wieder. Wieso habe ich jetzt hier zwei Bots? Hä? Oh, 123 Damage. Ja, wow, der hat ordentlich weggeklatscht. So, mit dem machen wir auch noch weg. Ja! Warum hab ich den jetzt hier noch einen zweiten Bot? Hä? Wie ist das denn? Moment, ich muss gerade mal schauen. Den hab ich doch gar nicht angemacht. Timers. Ach doch, das ist an. Geh mal aus. Seltsam. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab den anderen jetzt wieder ausgemacht. Ich hab den einfach nur mal getestet gestern. Ich hab ein bisschen was umgestellt. Ach ja, muss ich mir vielleicht noch dazu sagen. Der gute Körperreiniger, auf jeden Fall. Auf gut Deutsch, Dingens hier. Durchgehen. Ich hab gestern ein bisschen was an den Sounds umgestellt. Für Donation und so weiter. Weil wir ja das Problem haben, dass ich keine Sounds mehr benutzen darf, bei denen ich keine Rechte habe. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur die ganzen Sounds eingebaut, die es bei Streamlabs sowieso schon von vornherein gibt. Was mich so ein bisschen ärgert, man hätte das natürlich auch selber einsprechen können, alles so in diesen ganzen Kram da. Aber da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Entweder original oder gar nicht, dachte ich mir. Aua. Und deswegen haben wir jetzt einfach nur noch die Standard-Sounds. Ist zwar schade, aber nein. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören, mich anzugreifen? Das wäre mir echt sehr lieb. Und vor allen Dingen habe ich die ganzen Einblendungen,
die da unten dann passieren, habe ich mal alle auf einen, eine Schriftgröße und so weiter gebracht. Das passt jetzt meistens. Au! Die waren nämlich vorher so groß immer. Zum Beispiel, wenn der Host reinkam, das war immer so groß. Keine Ahnung, ich habe das nie eingestellt. Ja! Ich habe mir gedacht, mich hostet eh keiner. Weit gefehlt. Naja. So, Rose, angreifen. So, der ist weg. Autsch. Heilung. Nö. Ich mach hier Schutz. Das Heilung oder so ist eine geile Band. Hey. Yes. Nee, ich muss mich, also heilen werde ich mich jetzt an der Stelle gerade nicht. Ich benutze jetzt hier den Schutzzauber, weil das macht mehr Sinn. Dann brauche ich wenigstens nichts dafür ausgeben. Das kostet keine MP und nichts. Aber das könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Ich könnte jetzt einfach mal alle gerade wieder hochleveln oder hochheilen. Das können wir mal machen. Gerade. Wenn der hier nicht unbedingt abhaut. So, einmal heilen. Ich wollte das sowieso gerade machen. Zumindest den Labels wieder hochheilen, weil der so wenig HP hatte. In dem Moment ist aber auch Rose runtergegangen. Und ja. Heilen halt nicht sehr viel beim Schutz, ne? Aber besser als gar nichts. So. Okay. Ah, Lichteffekte sind schon cool, die sie hier mit eingebaut haben. Und so. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, das ist vorgerendert. Bin mir nicht sicher. Obwohl, das könnte auch nur eine Textur sein. Das Licht könnte eine Textur sein, die so von links nach rechts schwurbelt. Hm, kann man auch machen. Hat sich da an ganz einfachen Techniken damals bedient. Ich glaube, das ist auch eine Textur, ne? Ja, es ist eine Textur. Sowas wie Schatten gab's, Schatten, sag ich schon, wie volumetrischen Rauch oder sowas gab's ja nicht. Ist ja alles auch irgendwann später gekommen. Aber trotzdem, das Spiel sieht echt immer noch cool aus. Muss man mal so sagen. Gut, dank Emulator. Auf der Originalkonsole sähe es nicht so aus. So. Ja, der Kampf könnte ein bisschen langweilig jetzt gerade werden, aber ich muss mich erstmal hochheilen. Und das dauert halt, wenn der Typ mir die ganze Zeit eine klatscht. So, und wie gesagt, das kostet wenigstens keine Heiltränke und nix. Steht später, ich weiß. Aber guck mal, es geht eigentlich relativ fix. Autsch. Man müsste ihm irgendwas vor den Pelz schmeißen, dass er die ganze Zeit nicht angreifen kann. Ja, wenn du jetzt die Leute die ganze Zeit angreifst, die ich einmal heile, das ist dann natürlich doof. Dann dauert es umso länger. Was soll ich denn Subway-Kekse gebacken? Ich glaube, ich habe das bei Hannah am Status gesehen. Sah interessant aus. Auf jeden Fall. Irgendwas mit Zimt habe ich, glaube ich, gelesen, oder? Kann das sein? Ich denke, du magst nicht backen. Was ist da los? Was ist da los, Tim? Einfach mal neue Dinge ausprobieren. Du bist langweilig. Bist du nicht auf Arbeit? Oder wie? Oder bist du zurzeit zu Hause? Ach so, nur 4 Stunden. Ah, okay. Guck an. Das ist wieder mal ein Fakt, den ich nicht wusste. Gleich haben wir es geschafft. Zocken geben wie ein Kind aus. Ja, schade. Du musst das Kind halt bespaßen. Ne? Dann backst du halt mit dem Kind zusammen Kekse. Oder macht einfach mal zusammen Weihnachtsplätzchen oder sowas. Das ist nicht so schwer. Macht du Weihnachtsplätzchen zusammen, da kannst du ein bisschen rummatschen. Ob nun die Küche von dir zermatscht wird oder vom Kind. Das ist jetzt, macht ja keinen Unterschied. Da können sie hinterher noch schön verzieren und so. Das wäre doch mal was. Probier das doch mal. Kannst du, na klar, ganz ehrlich, wenn ich das sogar kann, kannst du das auch. Also Kekse machen ist so super simpel. Einfach einen Teig zusammenmanschen, ausrollen und fertig. Ja, ist super easy. Die normalen Ausstechplätzchen sind doch sowas von einfach. Also bitte.
willst nicht irgendwelche Kekse, aber dann hättest du das Kind erstmal beschäftigt. Wäre ja eine Idee. Ja, naja. Okay, Kampf besiegt. Bestanden. Besiegt. Kampf besiegt. Was rede ich denn für ein Quatsch heute? Ist eigentlich immer so, ne? Red immer Quatsch, ich weiß. So, hier die Kiste nochmal aufmachen. Du bist ein fröhlicher Zeitgenosse. Du bist eine Kiste. Eine Kiste, die mit mir redet. Warum? Warum reden Kisten mit mir? Ich weiß. So, mal gucken, ob wir noch irgendwie unbeschadet aus diesem ollen Tempel jetzt hier rauskommen. Oh, Triple Chocolate Cookies mit Füllung. Wo muss ich mich anmelden dafür? Wo kriegt man die her? Das klingt nämlich nach etwas, was meinem Gaumen auch Freude bereiten könnte. Sehr viele Freunde. Ja, schon wieder zwei Wasserspeier. So, klatschen wir mal weg. Irgendwann kriege ich das nochmal geschissen. Irgendwann. Froschdrachen? Ach so, ach du meinst die Viecher. Ja. Autsch. Quark. 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 Ja! Oh, ganz ehrlich, wenn wir mit dem Spiel durch sind, wir machen Quark und pusten dabei Feuer, das stimmt. Wenn wir mit dem Spiel durch sind, werde ich mir erstmal kein Spiel mehr mit Quicktime-Action suchen. Da kriege ich nämlich echt einen Harald hier. Oh. Ich hasse ja Quicktime-Action sowieso. Das ist das Schlimmste, was man im Spiel einbauen kann. Die allerschlimmste Mechanik. Gibt nichts, was beschissener ist. Aber das dann noch als so wichtiges Element zu machen. Oh. Schlack, ey. So. Fertig. Ja, weiter geht's. Gut. Muss ich irgendwie aus diesem Tempel unbeschadet rauskommen. Ich hätte mit der Achterbahn fahren sollen, fällt mir gerade ein. Weil dann hätte ich nicht die ganzen Kämpfe und hätte hier zwei Räume gespart. Dann wäre ich nämlich gleich hier gelandet. Naja. So, der nächste Kampf. Das ist echt ätzend, ne? Also, da kommst du halt gar nicht vorwärts bei dem Spiel. Aber gut, das ist halt so. Und nochmal ein Froschdrache. Boop, boop. Also zwei sogar. Ja gut. Na gut, dann kann ich wenigstens die Attacken wieder... Ich lerne die ja eh bei jedem Stream wieder neu, mit den Quicktime-Actions. Kann ich das wenigstens wieder irgendwann mal hinkriegen. Der ist weg. Nee. Ich habe aber auch ein beschissenes Timing manchmal. Unfassbar. Hallo? Wieso darfst du zweimal angreifen? Das geht nicht gut. Okay. Und weg ist der olle, quakende Drache. Gut, es gibt wieder Erfahrung. Das ist die andere Seite. Mir wurde im Übrigen schon angeboten, dass die Kämpfe hier beziehungsweise die Charaktere offscreen ein bisschen gelevelt werden. Mal gucken, ob ich das annehme. Und der nächste Kampf. Komm schon raus da. Oh. Puh. Peitschenhieb? Ja, genau. Heißt halt immer so der Angriff.